Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Special-Video heute. Ja, ich habe heute einen Gast. Ich hoffe, dass ihr Interesse habt an den Dingen, die uns die Katharina heute zeigt. Ja, kurze Einleitung, Einführung. Ich habe mit der Katharina, Kathi? Kathi, ja, Katharina klingt, als hätte ich was angestellt. Mit der Kathi zusammengearbeitet einige Jahre und die ist brutal kreativ, das seht ihr nachher. Sie fängt jetzt auch so ein bisschen an auf Instagram und postet ihre Dinge. Die waren auch schon bei mir in der Story, die werde ich ja dann ein bisschen hochpushen. Ich finde die Sachen einfach mega, mega schön und auch teilweise sehr einfach nachzumachen. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Auch werde ich von der Kathi den Instagram-Link unter mein Video setzen. Dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und jetzt überlasse ich das eigentlich der Kathi. Und ich freue mich total. Ich muss heute nichts machen. Es ist alles vorbereitet. Ja. Ja, na dann. Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin die Kathi. Wir haben ja schon einiges gesagt jetzt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles hin. Ich fühle mich wie so eine Praktikantin oder so ein Schnupperlehrling. Ich finde es ganz toll, dass ich das machen kann. Ich bin auch echt neugierig. Ja, und habe logischerweise was mitgebracht, was jetzt schon ein bisschen so ostermäßig ist. Und ich bin gerade auf den Hasen gestoßen. Nicht nur daheim, sondern jetzt auch hier. Ich mag Wolle im Moment ganz gern. Ich habe ganz viele Sachen mit Wolle gemacht. Und habe jetzt hier den Hasen gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, weil es echt am Anfang ein wenig komisch ausgeschaut hat und nicht so ganz als Hase erkennbar war. Aber ich glaube und ich hoffe, dass man es jetzt erkennt, dass es ein Hase sein soll. Und den werde ich natürlich nachher zeigen mit der Sandra zusammen. Der Sandra werde ich es auch zeigen, wie es geht. Ja. Und ja, ist eigentlich kein Hexenwerk. Das geht eigentlich relativ gut nachzumachen. Und aus den Hasen habe ich jetzt hier meine Schale dekoriert, die hatte ich jetzt zu Weihnachten schon mal dekoriert und auch jetzt im Frühjahr schon mal einfach so mit Frühlingszwiebeln. Die habe ich ganz oft bei mir. Ich stehe auf das Holzzeug. Ich mag das total gern. Das ist ganz einfach. Ein Strohrömer auseinandergeschnitten, gerad gebogen, nicht ganz. Also ich habe ein bisschen was auch abgeschnitten, dass es halt in die Schale reinpasst. Den dann da logischerweise reingelegt und einfach mit Moos dann abgedeckt. An der Seite jetzt zu Ostern einfach ein bisschen Heu noch ein wenig rein, fand ich jetzt ganz passend. Deck jetzt da noch mal ein bisschen frisches Moos drüber, dass das noch ein bisschen grüner ist, weil der Strohrömer tatsächlich jetzt wirklich noch von Weihnachten üblich war und das Stroh ein bisschen eingetrocknet ist. Einfach nur ein bisschen abdecken. Kann man zum Schluss ja dann auch noch mal was drüber tun, aber für den Anfang gucke ich jetzt erstmal, wo ich dann meine kleine Rinde hin mache. Die habe ich auch schon länger in meinem Fundus und verwende sie immer wieder, wie man so sieht. Ja, da sammelt sich so einiges an. Ja, das finde ich, find ich aber ganz toll. Also wenn ich spazieren bin, ich bin da schon richtig süchtig. Irgendwie immer zum Schauen, wo irgendwie was rum liegt und das dann aufzusammeln. Und ich habe ja meistens meinen Kinderwagen dabei oder eigentlich immer. Ja, perfekt. Und dann müssen die Kinder heimlaufen und ich tue dann meine Deko-Sachen in den Kinderwagen. Glaube, ich lege mir das jetzt erstmal so hin. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich habe das logischerweise schon vorher mal ausprobiert. Ja, und wie gesagt, sowas mag ich. Ich habe ganz viel so Rinden, Holzzeug, Holzscheiben, ein wenig so rustikal. Bei uns ist auch daheim alles holzig, warm. Schön, sehr schön. Ganz traumhaft. Einen schönen Umbau haben die gemacht, ja. Ein Haus komplett umgebaut, das ist echt genial. Das Elternhaus war das ja von deinem Mann. Ja, von meinem Mann, seinem Papa.
Nee, Elternhaus nicht direkt. Das hat er angemietet gehabt. Also da hat er drin gewohnt. Ja, war schön. Hat sich gelohnt. Ja, die klebe ich mir jetzt da einfach so drumrum. Schön verteilt. Mein Stick. Heißklebe ist auch ganz wichtig. Mhm. Ohne Heißklebe, mhm, ohne mich. Heißkleber, Draht, ja. Rinde, Moos, Heu, Äste, Wolle mittlerweile. Ja, Wolle, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ist auch schön. Und ist ja, kann man ja relativ preisgünstig in alle Farben und Variationen. Was ich auch ganz gern mag, sind die ganzen Jutebänder. Doch, der ist genial. Also der ist echt... Hammer, hammer schön. Danke. Da freue ich mich nachher drauf, den zu machen. Und der Anleitung. Das glaube ich auch wirklich. Live-Anleitung. Relativ einfach. Ich glaube, das hebe ich mir mal auf, ob ich das zum Schluss dann nochmal irgendwo brauche. Dann habe ich jetzt ganz einfache Birkenäste, wo jetzt auch vor allem nach dem Sturm immer ganz oft rumliegen. Gesammelt, vorne dann das abgeschnitten, das was dann halt eben dünner ist, und habe nur die dicken hinteren Stiele und habe das dann als Verbindung zu den Hasen einfach mit Wolle umwickelt, Tupfen, Heißkleber und festgemacht. Überall, mal vorne, mal hinten. Und die lege ich mir da jetzt einfach so drüber. Kommt jemand, glaube ich? Ziehe ich mir immer ein paar Punkte. Gar nicht so einfach, das nochmal nachzumachen. Jetzt müssen ein Foto vorher machen. Spickzettel. Jetzt lege ich mir die da einfach nochmal hin. Aber meistens, wenn man ja vorher irgendwie, also mir geht es immer so, wenn ich irgendwie eine Idee habe und irgendwas machen will, dann wird es zum Schluss ganz oft sowieso irgendwie anders, als wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen musste ich das echt irgendwie mal einmal kurz fertig machen. Unbedingt. Ich mache ganz vieles vorher fertig. Also selten irgendein Video, das jetzt nicht, also einfach aus dem Stegreif. Ein paar Stück waren das mal, ja. Aber im Prinzip müssen wir alles vorfertigen. Einfach im Kopf ist es immer da, aber wenn man es dann halt so gemacht vor sich sieht, denkt man so, oh, nee, nicht unbedingt. Ja, genau. Ja. Finde ich auch. Und das wäre ja schade, wenn man dann halt sich vor die Kamera stellt und einfach was produziert und dann ist es nichts. Gut. Ich habe das jetzt schon mal alles schön festgeklebt, meine Ästchen. Den Platz überall gefunden, wie es ungefähr war. Dann mache ich mir zwei Kerzenständer rein. Das hält ja super in der Unterlage, in der Strohunterlage. Bisschen Abstand, dass sie nicht gegenseitig schmelzen. Und dann möchte ich meine Hasen festmachen. Den großen, so dass die Ohren nicht abbrennen. Mal gucken, ich habe da einfach zwischenrein so ein Stecken. Den tue ich jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen anspitzen. Den muss man auch bis ganz oben durchschieben, dass das stabil ist. Also der ist praktisch da oben angeklebt. Und dann hält er ganz gut.
So, zum Hasen, das Wichtigste überhaupt. Wie ich den gemacht habe, ist eigentlich gar nicht so schwer. Aludraht-Rest, den man ja oft hat, habe ich mir jetzt auch in dem Fall ein bisschen das Gold genommen, falls man es dann mit dem Ding, also man sieht es dann halt drunter, nicht jetzt da einen roten zu nehmen oder so, das wäre ein bisschen unpraktisch, falls man ein wenig schlampig wickelt. Da mache ich mir als erstes ein Ohr, habe ich so gebogen. Dann biegt sich der schon ganz schön eigentlich so eierförmig rum, sodass mir hier dann der Körper oder das Gesicht, je nachdem wie man das dann auch später sehen will. Und dann mache ich mir ein Ohr, das mache ich größer als das andere. Ganz einfach so noch mit hin. Man kann es auch gleich groß machen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz witzig so. Dann schneide ich mir den Rest hier ab und dann versuche ich das so ein ganz bisschen fest zu biegen. Ist da ein bisschen gefriemelt. Muss aber auch nicht ganz so fest sein, weil wenn ich mit der Wolle jetzt dann rumgehe, dann wird es ja automatisch fest. So, dann sieht das relativ schlampig so aus, nur mit dem Draht. Dann nehme ich die Wolle, dann fange ich an, mir die Spitze hier da mal festzuhalten, dass ich da jetzt echt fest rumwickeln kann ein wenig. Und dann gehe ich auch ein wenig zwischen die Ohren, dass ich mir die dann so auseinanderbiege. So. Und dann einen kleinen Heißkleberpunkt vielleicht. Dann wickle ich eigentlich ums Ohr rum. Schön dicht, dass man den Aludraht nicht sieht. Und dann mache ich mir ein bisschen Heißkleber wieder hin, dass es dann auch nicht verrutscht. Da ist da irgendwas am Anfang. Okay, also du klebst jetzt da auch um das Ohr oben. Genau, noch. Da oben ist ja relativ wichtig, dass da dann die Heißklebe ist, weil sonst flutscht mir das ja weg, ja, und da klebe ich es auch außen ein wenig an. Und halte es immer mit dem Finger auch irgendwie ein wenig so fest und da oben wird es dann immer ein bisschen... Zum Schluss halt dann echt einfach ein wenig so drüber legen. Okay. So, die Öhrchen haben wir schon mal von dem Häschen. Ist wie gesagt relativ einfach und schnell. Sowas kann man ja auch mal vom Fernsehen machen. Mal einfach so. Ich mag das ganz gern, auch ohne Fernsehen. Ja, ich auch. Lieber mit Musik. Ja, genau. Und dann machen wir das mit dem Körper. Der Körper ist ein bisschen schwieriger. Da muss man von Anfang an schon viel kleben, weil das auf dem Aludraht sonst natürlich echt wegflutscht. Die Wolle. Aber wenn der Heißkleber so drauf ist, geht es ganz gut. Da hält es jetzt wieder schneller. Thank you.
da zum Schluss auch wieder friemelig. Da muss man echt immer so ein bisschen andrücken und braucht auch gar nicht mehr so fest anziehen, sondern nur noch ein wenig so auf den Heißkleber drauflegen, weil sonst rutscht es immer sofort wieder weg. Aber bessere Idee, wie man das machen kann, habe ich bis jetzt noch nicht. Aber so funktioniert es. Mit ein bisschen Übung geht es dann echt ganz gut. So. Popo zu, abschneiden. Wie sieht's aus? Gut. Ein Häschen. Und das kann man auch echt sehen, wie man will. So, ich habe keine Nase. Ich brauche eine Nase. So, Hasi ist fertig. Jetzt satt. Brauchen die noch eine Nase? Wobei man das eigentlich echt sehen kann, wie man will. Das kann eine Nase sein oder das kann das Schwänzchen sein, weil das kann theoretisch ja auch der Hase sein, der sitzt. So sehe ich eigentlich immer. Und mein Mann sieht ihn immer als Nase. Der sagt immer, da fehlen noch die Augen. Aber da kann er auch so sitzen und das ist das Bammelschwänzchen. Stimmt. So, ich habe es jetzt auch als Gesicht. Ja. So. Ja. Stimmt. Dass man den praktisch den Rücken, aber dann müssten wir das Ohr nach vorne biegen, so. Wie man möchte. Aber Augen möchte ich trotzdem nicht. Das ist mir sonst zu kitschig. Nee, das ist wunderschön. So, die sind echt so. Ganz arg süß. Tada. Dann haben wir zwei Häschen. Jetzt gucke ich mal. Oder will ich den lieber da so ein bisschen? Ich glaube, da gefällt er mir besser. Schauen, dass es halbwegs gerade ist. Man kann sich die Unterlage auch ein bisschen festkleben in der Schale. Wäre wahrscheinlich auch. Das wäre schade für die Schale. Aber genau, dann hat man das halt immer in der Schale verpappt. Und wenn man dann. Ja, so. Dann habe ich noch die Babys. Wie süß. Da gucke ich jetzt mal. Ich verschwinde mal da hinter die Kamera. Ich gucke mir das jetzt mal aus der Perspektive an. Direkt zum Großen. Eins da. Bisschen. Gewalt. Geht. Ja, dann habe ich hier meine Eier. Die mag ich noch mit rein. Da habe ich dann vor, dass ich kleine Zwiebelblühe reinmache. Heißklebe. Da mag ich jetzt auch die braunen und nicht die weißen, weil ich finde, dass die braunen jetzt einfach besser passen. Man kann die Hasen ja aber theoretisch farblich machen, wie man möchte. Kann man ja auch dunkler oder heller. Weiß-Grau ist bestimmt auch ganz schön. So, ich bin fertig. Hab das jetzt noch mit den Zwiebelchen. Das sind so kleine weiße Traubenhyazinthen. Die habe ich einfach in die Eierschalen rein. Und da kann man tatsächlich ja dann auch immer einen kleinen Schluck Wasser mit rein machen. Aber die brauchen ja nicht so viel. Ja, die gehen noch schön weiß auf. Hab meine Hasen festgesteckt. Und ich muss jetzt auch gar nichts mehr haben. Ich finde, das passt so. Gefällt mir sehr gut. Und passend zu dem, ich mache mir irgendwie dann immer, fällt mir bei dem, was ich mache, dann immer noch mal irgendwie was für die Wand oder für die Tür ein, habe ich jetzt halt ein kleines Türkränzchen gemacht. Habe jetzt halt einfach einen Strohdümmer, Moos drumherum. Einmal, da gibt es ja dann die dünnen Kränzchen, was die Sandra ja auch ganz viel hat. Wie sagt man da dazu? Welche dünnen Kränze? Einfach die Draht. Auch das Draht einfach. Genau, einfach so einen dünnen auf dem Draht gebunden, genau. Das Heu dann drumherum, einen Hasen in die Mitte, ein bisschen die Äste, dass die dabei sind, wieder ein wenig so abgewickelt. Und dann auch ein paar Eierchen und Federn. Den finde ich auch ganz süß. Ja. Definitiv. So, da die Kathi ganz viel Material mitgebracht hat und sie ja nun auch aus Dinkelsbühl hier angereist ist, das ist ja auch eine kleine Strecke, kommt noch ein zweites Video. Da sind so mega schöne Sachen bei.
Und es ist einfach traumhaft. Ich kann einfach mal zugucken und hier den Hund halten. Ne? Das ist hier Polly. Der passt auch wahnsinnig gut zur Deko. Ja. Hm? Ja. Damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal noch entspannt einen Kaffee trinken und sammeln uns doch mal und dann, genau, dann geht's weiter. Weiter und dann wird in dem nächsten Video wieder die Katharina die Führung übernehmen. Ja. Ist das cool? Ich hoffe, ihr freut euch auch mit mir und mit uns. Das ist einfach toll. Ich finde es persönlich echt stark, dass ich da jetzt so mal eine andere Inspiration bekomme und zwar live. Das ist mega. Bis dahin, wir sehen uns schon bald und wir sagen tschüss. Bis gleich. Oder bis bald. Ja. Ciao, ciao. Ciao.